Ja, heute machen wir etwas für die gefiederten Freunde im Garten hier beim Caritas Adventsengel. Wir sind im St. Maria Elisabeth Haus in Bad Lahr und zwar hier in der Gruppe Kreativ und Hauswirtschaft. Anke ist bei mir und auch Monika und Renate. Ja. Und das Endprodukt, das kann ich Ihnen jetzt schon mal zeigen. So soll es bald aussehen. Ja. Im Prinzip wunderschön ein Plätzchen für die Vögelchen draußen. Aber wie man da hinkommt, Anke, das ist eine Sache. Wir sagen mal kurz, was man dazu braucht, ist gar nicht so viel. Wichtig, bevor Sie anfangen, Beinfett. Und das wird einfach, glaube ich, heiß gemacht. Ne? Das wird einfach im Topf erwärmt. Und dann wird das ein bisschen abgekühlt, dass es ein bisschen abkühlt im Kühlschrank oder wenn schneller gehen soll, im Gefrierfach. Okay. Und Zutaten, was die Vögelchen picken. Genau. Das Fett mögen sie zwar auch, aber wichtig ist sowas wie das hier. Grünkern, was haben wir noch im Angebot heute? Grünkern, Sesam, ja. Walnüsse und Haferflocken. Und was man noch dazu braucht, ganz einfach, ist entweder so eine Silikonform, die sind unheimlich gut, weil man kann diese Plätzchen danach unheimlich gut rausnehmen. Was aber auch geht, was Sie vielleicht auch zu Hause sind, hier Muffinbleche. Und ganz wichtig natürlich, damit das nicht klebt, diese kleinen Tütchen, aber die kennen Sie ja auch. Und selbstverständlich, um es aufzuhängen, ein wenig Band. Und damit da auch ein Loch drin ist, damit man es durchfädeln kann, Zahnstocher. Also ist relativ einfach. Wie funktioniert es aber jetzt in der Reihenfolge? Das Fett ist jetzt schon raus, ist schon einigermaßen abgekühlt. Genau. Dann, also ich teile das Fett jetzt einfach mal auf, auf die beiden. Vorsicht, das heißt. Ja, muss ein bisschen aufpassen, auch für Sie wichtig, ne? Also damit es nicht so richtig heiß wird. Dann hier noch ein bisschen rein. So. Und dann können Sie nach Belieben einfach machen, was Sie wollen. Sie können reinwerfen, was Sie wollen, weil wir haben ja viel im Angebot. Darf ich dir das mal geben? Einfach mal ein bisschen was rein. Da reinschmeißen. Ich helfe mal ein bisschen mit. Also ich stehe ja so ein bisschen auf Walnüsse. Wie viel muss man davon machen? Also wir hatten es gestern mal mit Teelöffeln von Löffeln ausprobiert. Also bei den Walnüssen waren wir bei 10 Teelöffeln. 10. Aber das kommt immer so drauf an, wie viel Fett man halt ja einfach hat. Also das sieht jetzt schon so aus, das ist jetzt noch nicht so die dicke Masse angekommen. Also da kann doch bestimmt noch was rein, oder was meinst du? Ja, da doch reichlich, ne? Ja. Monika, da kannst du noch ein bisschen was reinwerfen. Ich mache noch mal Walnüsse. Wir nehmen mal die Haferflocken. Möchtest du noch ein bisschen davon reinmachen? Ja. Ich mache das mal jetzt die ganz grobe Nummer hier. Weil das saugt sich auch noch ein bisschen Fett. Fest, nicht Fett. Fest. Das Fett saugt sich fest. Und ich fange schon mal an zu rühren, Monika, mach mal ein bisschen was rein. Ja, gut. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Ja, sag wie mal, was ist das hier? Wir brauchen noch mal ein bisschen mehr rein. Machen wir mal wie so ein bisschen wie bei der Muppet Show. Smirrenbröt. Okay, aber das sind für mich, also wenn ich Vogel wäre, würde ich das in dieser Form auf jeden Fall noch nicht essen. Und dann, ich fülle es jetzt mal hier in die Muffinform. Ihr könnt es ja mal bei euch in diese Form abfüllen. Und zwar. Jo, das passt. Einfach hier einfüllen, ein bisschen andrücken ist auch ganz wichtig. Und wenn es einigermaßen voll ist, dann reicht es. Und dann kommt, wie gesagt, der Clou. Nicht vergessen, weil das wird später ein Problem. Jo, einmal rüberreichen. Hier am oberen Rand einmal das Stäbchen hereinstecken. Dann ist das Ganze im Prinzip schon fertig. Das ist schon ausgehärtet, das hatten wir schon mal. Und ganz einfach, es lässt sich dann natürlich danach wunderbar hier aus der Formel, falls das noch hinten nicht ganz durch ist, noch einmal durchstecken. Jetzt kommt das Frickelige, weil man weiß nie, also ich weiß nicht, ob ich hier zu dickes Band habe, aber ich schneide einfach mal was ab und versuche das dann mal hier durchzuführen. Hat geklappt. So, also, im Prinzip ganz einfach, schon ist das Plätzchen für die Vögel draußen fertig. Und wie Sie im Hintergrund sehen, wir haben auch schon einen Baum dabei und der Baum steht, wenn Sie zu Hause einen Baum haben, mit ein bisschen mehr Ästen, können Sie es machen. Ich bleibe jetzt mal sitzen, dann kommt das ungefähr hin. Wir hängen das auf. Und fertig ist das Vogelplätzchen. Viel Spaß beim Nachmachen.